Jo. Na dann, gucken wir mal, wer hinter der Tür wartet. Ne, hier kommen wir nicht lang. Da auch nicht. Gut. Ja, und hier? Da? Da wäre ich jetzt schon... Oh, scheiße. Alles blöd. Bla, bla, bla. Bestimmt nicht. Ach, Idiot. Vor allen Dingen einzig in seiner Hand. Wir haben auch einen Haufen Zeug davon. Was wird denn der? Eine Schildkröte? Ach nein, das ist die Schildkrötengottheit. Stimmt, die gibt's auch noch. Ach du Scheiße, was bist du denn? Oh, what? Eistyp, okay. Wir brauchen Elektroattacke. Oh fuck. Ich bin immer zu weit weg. Hallo, oh, der Kerzenleuchter. Okay. Verwandelt er sich nochmal? Der hat doch bestimmt eine Phase 2. Nicht? Nicht? Jinsha toshite shirare, osanaki koro no akogare de atta waga chichi wa mujou ni mo washi o satomo ni dashi, fushi no en o mizukara tatta. Motoku to deai, hito to no kizuna ni kachi o miidashi kaketa ga.燃える都を前に仲間は私のもとを去り、淡い夢は再び打ち砕かれた。頼るべきものとして残されたのは赤き輝きがもたらす力のみ。真のキズナとは核も強く。 Okay, wir kriegen die Schildkröte, das ist cool, aber der ist totaler Vollidiot. Die Schildkröte, die konnte man in der allerersten Demo auch schon auswählen. Naja, und den trauere ich jetzt nicht. Lubu war da, das war schlimmer. Selbst schuld.
Sorry, aber. Koko no Tanyaku wa hei o yokoshite kaishuu sase yo. Ato wa makaseta. Haben wir jetzt aber wirklich mal alles am von Elixier, weil... Oh, jetzt kommt Drachenmeister Mega Endboss. Naja. Oh je. Oh je. Okay. Huan Wu Jade durch einen Eidschwur erhalten. Es geht hier noch weiter. Träume von Einigkeit. Hm. Okay, hier ist das ganze Elixier. Ja, ich habe auch noch ein bisschen was einstecken. Könnte haben alles. Brauche ich nicht. Und hier, wir machen es einfach kaputt. Bam, 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 bam. Cool. Lass es rumfliegen. Da hinten komme ich nicht ran. Schade. Das war lustig. So, gibt es hier noch was Schönes? Nö. Kling, kling. Auf das kleine Kinder die Sachen finden. Kling, kling. Alles in der Welt verteilen. Das ist irgendwie lustig. Entschuldigung. Ich höre schon auf. Gut. Wir müssen weiter. Was war das? Wir müssen weiter. Ja, und das erwartet man ja nicht. Guck mal, da ist ein Fähnchen. Und ja, wir brauchen noch zwei. Also kleines Fähnchen, großes Fähnchen. Ich hoffe, ich übersehe nichts. Da unten ist ein Panda. Den müssen wir auf jeden Fall noch mitnehmen. So, aber hier war jetzt kein Fähnchen mehr, ne? Nochmal genau hingucken. Nicht, dass hier in der Ecke eins ist. Nein? Gut. Nein? Achso, hier ist ja wieder der Anfang. Klar. Gut, dann gehen wir zu Hong Ying. Die da unten auf uns wartet scheinbar. Ohne bitte runterzufallen. Das wäre schön. Und erstmal Fähnchen. Bing. Okay, Level 19. Das ist schon mal gut. Hm. Na dann. Zu dem wollen wir ja, ne? Zu Yuji. So, wo ist das letzte Fähnchen? Ich muss genau hingucken. Zum Teddybären, da müssen wir auch noch hin. Aber wenn ich jetzt da hochgehe, ich muss ja da runter. Komme ich hier wieder hoch? Da irgendwo lang. Wir gucken mal. Wir gucken mal, wo es hier weitergeht. Ach, guck mal an. Hier geht's nach unten. Bisschen versteckt. So. Einmal darunter. Und dann gehen wir hoch zum Drachen. Ich denke, es gibt noch ein Kapitel 17. Wenn jetzt hier schon der Drache kommt. Jo, kleiner Scheißer. Guck mal, ich guck mal lieber, ob hier noch... Siehst du? Das dachte ich mir nämlich. Dass hier noch welche kommen. Goldene Zikade. Oh, hier ist ja alles. Goldene Zikade, der kleine Panda. Nur die Fahne noch nicht. Jam, jam, jam. Was geht man dir denn? Nein, war schon richtig. Seltenheit. Ja. Haben wir irgendwas doppelt? Was ich auf die Schnelle mal sehe. Doppelhelle Baden der Tiger. Doppelhelle Baden, nee, das sind andere. Tigerjagdbogen. Ah.
Ach scheiße, hier komm. Was ist das? Positive Effektdauer, Feuerangriffskraft, wahres Kieschutz, Haltfall. Hier kannst du haben. Nein! Falsch gedrückt. Ja. Komm, hier. Gib mir was Schönes. Mach was richtiges Schönes. So richtig, richtig schön. Komm, Scheiße. Kotz was Gutes aus. Na? Und? Kriegskunst-Klassiker. Gegnergespür? Nee, brauche ich nicht unbedingt. Wahres Kiefschutz? Ist auch so sinnlos. Nee. Weh, ich übersehe die letzte Fahne hier. Stahl. Stirnband. Wow. Ein Stirnband. Der Schrei ist cool. Ja gut, der schnarcht jetzt. Hier zu schnarchen. Mein Gott. Such den schönen Platz. Okay, wir gucken mal. Hoffentlich kommt die Fahne noch. Weil, ja. Die muss ja hier scheinbar irgendwo sein. Die letzte. Kleine. Hier ist nichts mehr. Hier ist keine kleine Fahne mehr. Nein! Oh nein. Die ist doch drüben, oder? Oh. Scheiße. Oder habe ich die übersehen? Habe ich unten jetzt was übersehen? Leck mich doch am Arsch. Aber hier ist nichts mehr. Nee. Oh, ich habe die bestimmt drüben irgendwo übersehen. Auf der anderen Seite. Aber ich renne da jetzt nicht nochmal alles ab. Da mache ich lieber irgendwann offstream das Level nochmal neu. Aber ich renne nicht nochmal alles jetzt neu ab. Oh, ist das ärgerlich. Ja, scheiße. Hier ist keine. Also, nicht, dass ich sie sehe. Kein Plan. Dann mache ich das lieber irgendwann offstream nochmal, um wirklich auf die 100% zu kommen. Aber ich erblicke keine kleine mehr. Es war nur noch die große. Nein! Okay, ja gut. Egal, ich kann ja zur Fahne gehen. Ja, das ist natürlich scheiße. Gerade bei dem Level. Die ist bestimmt super, super eklig versteckt irgendwo. Gut, scheiß drauf. Wir gehen jetzt hoch zum Boss. Ich renne nicht nochmal. Ach, Kacke, stimmt. Da war nur eine. Ja. Hast du in dem kaputten Haus geguckt? Im anderen Abteil? Ja, in einem kaputten Haus waren wir gewesen. Da war eine Fahne drin. Aber kein Plan, wo jetzt die andere ist. Weil die kann ich ja auch ganz am Anfang schon vergessen haben und so. Ich renne jetzt nicht nochmal zurück. Nee. Lieber langsam. Okay, lieber langsam. Weil hier ist keine kleine mehr. Die habe ich irgendwo drüben vergessen. Keine Ahnung. Lass uns gucken. Alles gut.
Ah, die hatte mir gefehlt. Die drüben. Ja, okay, gut. Das ist egal. Alles gut. Alles gut. Oh, cooler Drache. お主には天が、あるのやもな。どうだ。わしと共に真の天薬を作り、新選教を目指さぬか。あなたの好きにはさせない。交渉。手を貸すのじゃ。竜を抑え込むぞ。オピ Ist das jetzt schon der Endboss? Nee, Freund, das lassen wir mal. Okay, was wird denn das? Oh, fetter Magier, so ein Scheiß. Da habe ich ja Bock drauf. Oh, what the fuck? Okay, nett. Was? Oh, ist der eklig. Ah, ich müsste mal aufhören, einfach nur anzugreifen. Okay, komm. Ich hab doch gedrückt. Was? Nein, mach mal nicht. Okay, Phase 2. Phase 2. Na komm, jetzt tu mal nicht so. Jetzt haut er doch ab, oder was? Opi! Rette sie! Ach du Scheiße, nochmal so ein Riesenblob. Okay. Da sollte ich nicht blocken, scheinbar. Okay, Gift. Und jetzt... What the fuck? What? Hey, Freund. Erstmal jetzt hier, ne? Ist Feierabend. Komm, hör mal auf damit. Ich weiß gar nicht, wo ich anvisiere. Was ist denn anvisiert? Hier, Kopf. Der ist aber Gift. Wie es scheint. Wow, okay.
Also ich bin ganz ehrlich, ich blick hier nicht so richtig durch, was der überhaupt macht. Okay, riesige fette Feuerbälle. Okay, ein paar habe ich abgewehrt, aber ein paar auch nicht. Fuck. Geh weg. Geh weg. Ah, ich drücke zu früh. What, what? Was soll ich tun? Komm mal wieder runter. Komm, wir haben dich doch gleich. Jetzt! Wir haben ihn! Komm, rein hier! Wo muss ich rein? Da! Oh, what the fuck? Was war das denn? Total undurchsichtig! Oh, und alle Wesen gleichzeitig. Das sah cool aus. Das sah richtig cool aus. GG! War das jetzt der Endboss, oder? Ich denke, es gibt 17 Kapitel. Es ist vorbei. Hm. Vernichter des Bösen! Okay. Du hast folgende Belohnung. Das ist schön. Da freue ich mich drüber. Was ist hier gerade passiert? Oh, die schöne Musik wieder. Alles ist gut. Die schöne Musik ist da. Sate. Ato wa makasete washira wa modoru. Wir sind wieder im ersten Dorf, oder? Kann das sein? Ja, das erste Dorf. Oh je. Was passiert jetzt? Es war doch nicht der Endboss. Abgelegenes Bergdorf. Eine Fahne. Okay. Wo ist er hin? Er ist weg. Notiz des Jungen mit Augenbinde. Meine Familie musste aus ihrem Heim in einen anderen Bezirk fliehen. Mein Vater starb und ich wurde vom Rest getrennt. Aber die Menschen im Dorf waren so freundlich zu mir und ich schaffte es zu überleben. Okay. Notiz 2. Die gelben Turmbahnen erhoben sich
und behaupteten, die ideale Welt erschaffen zu wollen. Aber niemals ändern sie mit ihrer gedankenlosen Gewalt etwas. Und doch wird das Haus Hahn über kurz oder lang untergehen. Ich kann nur raten, wie sich diese Zeit großer Veränderungen entwickeln wird. Okay. Das Lied, was gerade spielt, das ist auch schön. Das klingt so richtig trostlos und sowas. Mag ich. Klingt gut. Das ist genau eins der Lieder, die ich gut finde. Das ist wie die, wie der Soundtrack von Elden Ring. Der ist auch so schön. Ja, nicht trostlos, aber so ruhig und schon wenn man in Limgrave zum Beispiel ankommt, der Soundtrack da. Das ist einfach nur dieses, ja, diese leichten Streicher. Schon geil. Ich mag das sehr gerne. Und genauso hier. Diese leichte Violine oder was es ist. Ich weiß nicht, wie das Instrument heißt. So, wir haben jetzt, ja, wir haben jetzt alles angeguckt, oder? Von hier kaum mehr, ja. Aber hier kommt auf jeden Fall noch ein Boss. Also war es doch nicht der Endboss. Hier haben wir das Ding runtergestoßen. Ich kann mich erinnern. Hier hat alles gebrannt. Ja, 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 ja. Ich kann mich erinnern. Und hier war der Tiger. Ja. Hier war der Tiger, glaube ich. Oder? Sind hier runtergekommen. Hier an dem Baum vorbei. Hier war der Tiger. Könnte gut sein, ja. Nee, hier war der Tiger. Ja, an dem Baum bin ich nämlich hängen geblieben. Alles klar. Ich weiß, wo wir sind. Notiz eines verängstigten Händlers. Ich wusste, dass dieser unheimliche Drache ein böses Omen war. Solange er auftauchte, griffen diese Schurken der gelben Turbane an. Es ist schrecklich. Ich habe das Gefühl, die Schreie der Gefallenen aus diesem Berg aus Leichen zu hören. Ich sollte dankbar sein, dass ich fort war, um meine Waren zu verkaufen. Aber unser friedliches Dorf, es ist vernichtet. Okay, okay. So, hier könnte ich... Warte mal, komme ich ins Haus rein? In das konnte man rein? Ne, jetzt nicht mehr. Aber es brennt ein Feuerchen drin. Kommt man wirklich nicht rein? Ne. Hm, na gut. Ja genau, da war der Tiger. Keine Gegner hier, ne? Alles ruhig und still. Ja, hier sind wir. Hier sind wir rübergesprungen und alles. Da war ein Fähnchen. Ah, guck mal an. Notiz eines Dörflers. Was haben wir hier? Wie dankbar ich bin, dass diese Milizsoldaten bis zu diesem winzigen Dorf gekommen sind. Einer von ihnen war praktisch tot, bevor er plötzlich von Licht umhüllt wurde und sich wieder erhob. Habe ich mir das nur eingebildet? Mhm. Mhm. Hähnchen? Nee. Ach, hier sind wir. Alles klar. Notiz eines Banditen der gelben Turbane. Ich habe genug davon, wirklich. Wie viele müssen wir noch sterben, bis unser Traum wahr wird? Der gelbe Himmel ist nichts als eine Fantasie. Wenn wir weiterhin so viele Schlachten verlieren. Zur Hölle mit diesem Taiping-Daoismus-Schwachsinn.
Ich trete der kaiserlichen Armee bei. Ich werde die gelben Turbane töten. Ich werde jeden Einzelnen töten. Okay. Der war sauer. Scheinbar. Okay, kämpfen wir tatsächlich in der ersten Arena vom ersten Boss gegen den Endboss? Echt jetzt? Na gut. Die kennen wir ja noch sehr gut, die Arena. Also ich. Mir ist im Gedächtnis geblieben. Okay, die Fahne gibt's noch. Mir ist die sehr gut im Gedächtnis geblieben. Inzwischen verstehe ich das Spiel aber. Nicht so wie... Naja. Beim ersten Kampf. Ja gut, ich lasse erstmal alles so, nicht wahr? Eisen? Teil 7. Jetzt sind wir in Teil 7. Noch zwei Nebenschlachtfelder. Ja, die kann... Nerdsart, wenn du gerade zuguckst und nicht mit die Kids beschäftigt bist, kann ich die Nebenquest auch nach dem letzten Boss jetzt hier nochmal machen? Geht das? Oder muss ich sie vorher machen? Falls du da bist. Weil eigentlich... Nee, guck mal, wir gehen erstmal ins geheime Dorf. Dann leveln wir uns nochmal kurz auf. Kannst du auch danach machen. Okay, weil ich will jetzt den Endboss hier. Ich will, ne? Können wir danach noch machen? Alles gut, wunderbar. Dankeschön, Dankeschön, super lieb. Ach, schön, dass du mir immer hilfst und mir das so nett sagst. Ach, was mache ich denn? Zu dir will ich doch gar nicht. Fahne. Bitte, danke, super lieb. Super, super lieb. Verbessern. Genau, das wollten wir. Ja, na dann den Bogen halt, ne? Weil die Schwerter brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, und hier ist es nur noch die Handschuhe. Perfekt. Perfekt. Ja, das war's schon. Danke. Ach, warte mal. Wenn wir einmal hier sind, können wir das noch fix machen. Ach so, übrigens, ich weiß jetzt so ungefähr, wo der Schlüssel ist. Den könnten wir eigentlich nachher, später, irgendwann vielleicht auch nochmal holen. Oder vielleicht verrate ich es einfach nur nicht und ich hole ihn mir einfach allein. So, ich will aber mal gucken, ob wir alle Dings hier haben. Alle Käferlein. Weil wenn wir die Fähnchen schon übersehen. Oh, Junge, Junge, Junge. Ist keine gute Idee, dass du hier noch mehr davon nimmst, glaube ich. Aber hier bitte. Oh, Aufstieg. Yay. Also, wir haben alle gefunden, wie es aussieht. Stirbst du jetzt? Und jetzt können wir nicht mehr mit ihm reden. Okay. Ja, das hatte also für uns in dem Sinne gar keinen Sinn, außer die Trophäe. Gut. Okay. Kann ich mit leben, ist okay. Komme ich mit klar. Ich dachte, ich kriege ja jetzt nochmal eine krasse Waffe oder sowas. Nö. Sei mir recht. Gut, dann warte. Erzählst du mir noch was Schönes? Warum? Habe ich alle? Ja! Aber das waren nicht alle, oder?
漁師ができなくなってしょげてた僕を呂布は元気づけてくれた。彼の意志を継いであの子たちをいっぱい集めないとね。Ja, das ist schön. Ist da oben jetzt einer? Weil man kommt doch hier nicht ohne Grund hoch. Hier pennt jetzt einer. Warte mal, hier hoch. Hier ist nix. War hier ein Item ganz am Anfang oder sowas, was wir eingesammelt haben? Ich weiß das nicht mehr. Ich hätte gedacht, jetzt hier ist auch noch Teddybär hier oben. Aber denen geht's echt gut hier, scheinbar. Die fühlen sich wohl. Schön, freue ich mich für die. Oh, fällt mir bloß nicht runter, ne? Na gut. Vielleicht fehlt uns da auch noch einer. Ich muss dann nachher mal an die Trophäen gucken, was es alles so gibt. Für Trophäen. Gut, wir reisen zurück. Und der geduckte Drache brüllt. Ja, komm. Die Pläne des schwarz gekleideten Daoisten wurden vereitelt. Gemeinsam mit dem immer noch bewusstlosen Jungen kehrst du zurück ins Dorf, in dem ihr euch das erste Mal begegnet seid. Ja, aber der ist ja nicht mehr bewusstlos. Der ist ja abgehauen scheinbar. Und jetzt wird er super krass gegen uns kämpfen wollen. Oh, das Bild ist schön. Cool. Okay. Dann schauen wir mal, ne?